So, wir sind jetzt auf Triesenberg. Was gefällt dir der Gemeinde? Ja, alles eigentlich. Es ist alles super. Besser als alles andere. Gibt es da was Bestimmtes, was dir besonders gut gefällt? Ja, die Aussicht ist schön. Ja, es ist eigentlich alles. Also mir gefällt die schöne Umgebung, dass man gleich in der Natur ist und die Aussicht natürlich auch vom Berg. Die Gemeinde macht mich so, also ist so besonders, weil Menschen so menschennah sind, also sie sind sehr vorkommen. Dann natürlich sind wir sehr schön gelegen, wir haben meistens Sonnenschein und die Gemeinde ist einfach super. Also da haben wir haben gerne alles, wir haben einen Metzger, wir haben einen Dorfladen, wir haben einen Doktor, wir haben einen Dinner, wir haben ja, alles, was das Herz begehrt. Es sind schöne Strassen, schönes Dörfchen, also das schönste, das schönste Zentrum, das es gibt in diesem Land. Und ja, die Leute sind super, gemütlich. Ja, wie schon gesagt, es ist halt schön. Es ist gemütlich, ruhig. Die Leute kennt man alle. Es ist einfach gemütlich. Ja. Gibt es in Triesenberg, sprich Malbun, einen ganz bestimmten Ort, wo Ihnen ganz besonders gefällt? Also mir gefällt, also ich gehe gerne auf Pfälzer Hütten auf, das ist eine sehr schöne Wanderung, oder auf den schönen Berg, da gehe ich auch viel. Also ganz schön ist natürlich das Malbu, also im Sereisdamm ist ganz schön, vor allem mit Musik gespielt und nein, da hat es so einen Haufen schöne Örtchen, ganz speziell kann ich da keins rausnehmen. Ja, eben das Zentrum vor allem, Malbu an sich, also es hat schöne Orte zum Gewandern gehen, Pfälzer Hütten. Ja, Matou ist auch schön. Gibt es auch etwas, was dir nicht so gut gefällt? Ja, es könnte ein bisschen mehr laufen. Also es ist halt schon nichts los, aber ja. Eigentlich nicht, nein. Im Bergheim? Ha, alles soll so bleiben, wie es ist. Gibt also wirklich nichts Negatives. Nein, bis jetzt passt eigentlich alles. Bin zufrieden.